Hallo, liebe Exzellenten, und willkommen zu einem kleinen, ja, nennen wir es mal Hinweis oder Anleitungsvideo zum neuen Patch 3.0 und den damit einhergehenden neuen Herausforderungen. Ich möchte euch in diesem ganz kurzen Video mal kurz zeigen, wo ihr die Location findet, um diese legendäre Aufgabe abzuschließen, nämlich am Grab auf Telits Insel beten. Ne? Da bekommt ihr eine ganze Reihe an Punkten für euren Battle Pass Fortschritt. Und da ich selber auch eine Weile gesucht habe, dachte ich mir, ich mache es euch mal ein bisschen einfacher und zeige euch einfach mal, wo ihr dafür hin müsst. So, wir sind logischerweise auf Telits Insel. Und auf Telits Insel gibt es drei, nennen wir es mal Points of Interest. Ne? Das dürfte die Heiligtumruinen sein, dann einmal Telits Insel an sich und nochmal, ich glaube, mich erinnern können, dass es sogar eine neue Location ist, nämlich Imis Wiege. Und genau bei Imis Wiege müssen wir dafür hin. Ne, müssen wir hier runter von den Ruinen, ein bisschen Richtung Norden. Und den werden wir mal ganz kurz hier ausknipsen. Ja, damit wir hier unsere Ruhe haben. Den Bären auch mal ganz kurz. Ja, sind wir mal ganz kurz im Admin-Modus unterwegs. So, und dann kommt ihr zu diesem Punkt hier. Und das ist der besagte Punkt, den ihr quasi verwenden müsst, um diesen Questabschnitt abzuschließen. Was ihr dazu noch braucht, ist das Emote oder die Sammlung der Emotes für Beten. Ich kann euch noch mal ganz kurz zeigen, wo ihr die findet. Die Emotes, die ihr hier benötigt, nämlich Beten, kniend oder stehend, bekommt ihr hier bei diesem Punkt, bei der Höhle des Wehklagens. Da ist hier ganz dicht an den Felsen ein paar Geister und da liegt ein Lederbuch. Das müsst ihr einsammeln, kurz lesen und dann bekommt ihr das oder die Emotes für das Beten. So, dann werden wir mal hier ganz kurz uns mal hinknien. Können wir auch gleich mal testen, ob auch beide gehen. Wir versuchen es mal mit stehend. Und wie ihr seht, Quest abgeschlossen. Können wir noch mal ganz kurz gucken, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. So, seht ihr, Quest 1 von 1. Belohnung einfordern. Und damit haben wir diese Mission erfüllt und haben ein ganzes Ende EP bekommen. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und habe euch ein bisschen Sucherei abgenommen. Wenn dem so sein sollte und ihr Bock auf weitere Tutorials und Anzeigevideos für Conan Exiles haben solltet, gerade jetzt im neuen Patch 3.0, die Age of Sorcery, dann gerne unbedingt abonnieren und hier, wie man immer so schön sagt, stay tuned auf dem Channel für weiteren Content zu Conan Exiles 3.0, die Age of Sorcery. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.